Servus, grüßt euch und einen schönen Dienstagabend auf der Sussex-Farm oder Sussex-Bauernhof-Farm. Ja. Und heute werden wir mal das Feld Nummer 11 werden wir wieder ansehen mit Sojabohnen. Das Gras weg, ja, weil wir haben ja riesen Grasfelder. Also kommt das Gras, das Feld jetzt weg mit Gras und werden Sojabohnen anpflanzt. Wir haben ja zwar noch hier andere Sachen zu machen, wie Grasen mähen, ja, und wieder Ballen pressen, aber das lassen wir heute mal, weil es habt ihr eh schon einige Folgen lang gesehen. So, dann starten wir mal das Ganze. Weil so viele Grasfelder braucht man wirklich nicht. Und auf Dauer wird es ja langweilig, ne? Oder warten wir, fahren wir mal andersrum. Ich hoffe, ich mache das ungefähr richtig. Ja. Bei für so passen, hoffe ich. Ja, und wir haben da so Betonflächen, ne? Da werden wir mal ein paar Gebäude aufstellen. Und zwar wie ja, Strohlager, ne? Und irgendwelche Verkaufsstellen, wenn es welche gibt noch. Das sind alles Mögliche. Wir werden den Hof oder die Map total umgestalten. Ich hoffe, dass ich zumindest am Wochenende etwas Hilfe kriege. Ne? Weil zu zweit ist es ja weit schneller als umzuarbeiten als wir alleine. Weil ich möchte es dann schon langsam mal aufhören mit Gras pressen. Wenn, dann müssen wir mal Stroh machen und zumindest und Heu brauchen wir auch noch. Das ist nicht nur, weil die ganze Zeit nur Gras machen ist ja auf Dauer langweilig. Und so viel brauche ich auch nicht. Ich brauche Heu, wenn ihr mal Kühe habt und so, oder Dinger habt, Schafe, ja, da brauche ich auch Heu. Das werden wir nächstes Mal machen. Wenn wir Heuballen pressen. Wir haben halt nur Silage die ganze Zeit gemacht, ne, um Geld zu verdienen. Ja, aber es hat sich schon gelohnt, bei 177.000. Pro Ballen 2600, das lohnt sich schon. Wenn du auf ein Stück einmal 100 runterfährst, beim Strohverkauf, das lohnt sich dann schon. Ne? Obwohl, ich könnte eigentlich die anderen dabei anschmeißen. Kann die das Schwein machen? Ein bisschen der Silage brauchen wir dann schon noch. So. Dann machen wir weiter.
Ich hoffe, dass Tom diese Woche noch Zeit hat. Dann können wir zu zweit hier arbeiten. Da geht wenigstens was voran. Und die Helfer noch. Das passt dann schon. Aber ich zumindest baue mir das langsam auf. Ja. Stück für Stück. Das kriegen wir schon. Mal ein bisschen einen Plan machen, was wir alles brauchen. Ja, wie wir es machen. So Verkaufsstellen wäre nicht schlecht. Ne? Wäre für eine Playstation nicht schlecht. Eine Brauerei oder was. Das ist ja ganz gut. Oder zumindest ein Sägewerk werde ich her tun. Weil das gibt es für die PS4. Die werden wir auf alle Fälle herstellen. Ne? Mal ein bisschen andere Tätigkeiten zwischen reinmachen. Sonst wird es auf Dauer zu langweilig, wenn man immer das gleiche macht. Ja, am Anfang brauchen wir viele Ballen, ne? Weil ich brauche ja Geld. Ne? Und cheaten werde ich auf alle Fälle nicht. Das mache ich alles mit den Silageballen. Weiß, das ist langweilig. Ja, ich schaue hier, dass ich zwischendurch mal was anderes mache. Das kriegen wir schon irgendwie. Ein Feld haben wir ja noch. Oder? Genau. Feld 26 brauchen wir auch noch. Das muss ich auch noch ansehen. Aber ich möchte so viel wie möglich selber machen. Ich könnte ja einen Helfer einsetzen, aber das will ich nicht. Das reicht schon, wenn es Ballen pressen. Oder zumindest das Gras mähen. Ja. Das reicht schon. Weil nur Helfer alles machen lassen, dann ist er auch da nochmal ich. Dann kann ich gleich ein Managerspiel machen. So, das haben wir gleich noch. Zwei Bahnen vielleicht noch, oder? Oder ist eine nur? Ich glaube, das ist eine. Ja, schaut gut aus. Schaut sehr gut aus. Also ich fahre wieder weiter rüber. Ich hoffe, das passt. Naja, stellenweise ist es ein bisschen groß. Aber das machen wir gleich. So. Dann wählt man noch einmal. Eine Korrektur. Oha! Nicht Licht ausschalten, sondern Sehmaschine ablassen. So. Und hier steht noch was. So, jetzt, was haben wir denn noch nicht? Ja, Raps, genau, Raps können wir auch abpflanzen. Wir müssen zu Feld 26, da fahren wir mal raus hier. Kann ich da raus? Ja, 26. Genau. Dann fahre ich da rein. Okay.
dann lasse ich das mal helfen machen. So, dann schauen wir mal da. Dann schauen wir mal, ja, dann fahren wir mal das Feld drüber. Dann fressen wir noch ein paar Ballen. Aha, der hat schon die zweite Schwarz, das passt, dann kann ich pressen. Aber ich denke, ich werde mal, ich weiß es nicht, ob ich die Rundballenpresse verkaufe und mache Quader nur. Das geht dann ein bisschen schneller. Muss ich mal schauen. Aber ich kann halt mit Quaderballen keine Silage machen. Ne? Ich glaube, für PlayStation 4 gibt es keine Wickelmaschine für Quader. Glaub nicht. Sollte ich mich täuschen, dann könnt ihr mal, ja, eine Antwort da lassen. Ne? So. Die lasse ich mal da stehen hier. Werden wir mal schnell wickeln. Ja, da. Ich würde mir gerne andere, ja, Ballenwickelmaschine kaufen, aber die sind nicht so gut, finde ich. Also die, glaube ich, von McCall, die sind echt mies. Also sowas Langsames und vom Winkel her kann man die Ballen schlecht einfangen. Also ich muss schauen, dass ich mal was anderes finde. Bitte um Vorschläge. Ich brauche eine Rundballen, ja, wirklich mal schöne. Die was wirklich gut ist. So, machen wir mal auf hier die ganze Gaudi. So, den mache ich noch. Es ist ja ziemlich finster hier. Ich denke, wir werden mal ein paar Scheinwerfer hier aufstellen. Dass es ein bisschen schöner ist hier zum Arbeiten. Wenn es finster wird. So. Ja, der Helfer macht es recht gut. So, laden wir ab.
ich würde sagen, dann mache ich noch zwei Bahnen und dann ist für heute mal wieder gut. Den Rest mache ich jetzt da noch fertig. So. Oh, der Sussex Bauernhof, der ist wirklich schön. Große Wiesen, ne, helferfreundlich. Also wirklich ein Schübsch, also eine super Farm. Hast wenigstens große Wiesen, ne, für Ballen. Die hast meistens, was sagen wir, bei den meisten Maps hast keine großen Wiesen. Ne, immer so kleine Felder da. Aber ich muss sagen, bei der Sussex Bauernhof Farm da, bin ich echt zufrieden. Schöne große Wiesen, da kannst du wenigstens was machen damit. Also nur schon so viele Felder wie bei, also bei anderen Maps, ne, dass du die zusammenfügst, ne, mit dem Flug und dann große Wiesen daraus machst, das geht natürlich schon. So. Okay, meine Damen und Herren, liebe Freunde, das war's wieder und wir sehen uns das nächste Mal wieder auf den Sussex Bauernhof. Also, ich wünsche euch was. Ciao, ciao, bis demnächst.